Guten Morgen, ihr süßen Mäuse, und willkommen zu einem neuen Video. Diese Woche stehen wieder einige Termine an, was bedeutet, dass ich meine Produktivitäts- und Zeitmanagement-Skills rausholen muss, um alles in Time zu meistern und nicht in absolutem Stress und Chaos zu versinken. Wie das klappt, das seht ihr jetzt. So, ihr Süßen, ich bin jetzt mit meiner Morgenroutine soweit fertig, bin auch schon Gassi gegangen und habe schon ein kleines Haushaltsintervall gemacht. 30 Minuten Haushalt am Tag habe ich mir vorgenommen. Und in dem Zuge wollte ich euch einmal eine App vorstellen, die ich jetzt seit einer Woche benutze und die wirklich mein Leben verändert hat. Mir wurde die auf TikTok empfohlen, die ist auch komplett kostenlos. Und ich muss sagen, die hat einfach mein Leben letzte Woche so verändert, das ist wirklich kein Scheiß. Die App heißt Structured. Und ich zeige euch mal, wie die von innen aussehen kann. Man kann sich da so komplett seinen Tag zeitlich einplanen in so Termine bzw. Zeitblöcke. Und das hilft mir so sehr, meinen Tag einfach visuell wirklich vor mir zu sehen und einfach sinnvoll dann auch zeitlich einzuplanen. Ich habe das vorher versucht mit meinem Kalender, also einfach diesen Kalender von Apple. Und das hat irgendwie nicht so geklappt. Vielleicht auch, weil ich das auf der Handyansicht irgendwie nicht so schön fand und ich halt tendenziell eher auf meinen Handykalender gucke als auf meinen Kalender am PC, weil da sieht man es dann ein bisschen schöner. Und hier auf der App, das ist wirklich so nice. Ich sag's euch, es hat wirklich mein Leben verändert. Ich bin viel strukturierter, viel produktiver. Ich plane meinen Tag wirklich jeden Abend jetzt konsequent vor, außer am Wochenende dann nicht. Und habe mir, wie gesagt, für heute Morgen einmal diesen kleinen Haushaltsblock reingepackt. Den können wir jetzt abhaken. Und jetzt habe ich eine Stunde lang einen Zeitblock für meine Bachelorarbeit. Danach muss ich zur Bahn und dann zum Augenarzt. Und von da aus dann gleich weiter zum nächsten Termin. Aber so habe ich das hier alles wunderbar stehen. Und ja, ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, ich werde mich jetzt an meine Bachelorarbeit setzen und meinen Proteinshake währenddessen trinken. Und dann geht's zum Augenarzt. So, ich bin jetzt fertig mit meiner ersten kleinen Bachelorarbeit-Session für heute und habe mich jetzt schnell angezogen, meine Tasche gepackt und mache mich jetzt auf den Weg zum Augenarzt. Ich weiß nicht, ob ich eine Jacke anziehen soll, weil eigentlich ist es richtig warm, aber es regnet draußen und ich glaube, ich nehme vorsichtig gerne mit. Ja, jetzt geht's zur Bahn. So, ihr Süßen, ich bin wieder zu Hause. Ich konnte leider unterwegs nicht so viel filmen, da ich sehr lange bei meinem Augenarzt im Wartezimmer gehockt habe und dann ziemlich dollen Zeitdruck hatte, zu meinem nächsten Termin zu kommen. Ich hatte genau, wirklich auf die Minute genau 20 Minuten und bin wirklich einfach nur von A nach B gehetzt. Und dann auf dem Rückweg musste ich nochmal telefonieren. Und jetzt bin ich wieder zu Hause angekommen und habe jetzt gleich ganz spontan ein Interview und musste gerade erstmal kurz ein bisschen durchatmen, mich sammeln und gedanklich ein wenig auf das Interview vorbereiten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich stresst das immer sehr, wenn ich so von einem Termin zum anderen so hetzen muss und dann auch keine Zeit habe, irgendwie mal was zu trinken oder was zu essen oder sowas. Deswegen das Erste, was ich gemacht habe, als ich wieder zu Hause angekommen war, war was zu essen. Jetzt werde ich mir gleich einen Matcha machen und dann geht es auch schon mit dem Interview los. Und danach, ich denke mal, das wird vielleicht so eine halbe Stunde gehen,
Die meint ein kurzes Interview, also ich denke mal nicht, dass das jetzt eine Stunde gehen wird. Danach geht es dann mit Morty Gassi und ich muss auf jeden Fall noch für heute Abend einen Post vorbereiten. Ja, aber jetzt mache ich mir erstmal einen Matcha. So, das Interview ist jetzt vorbei. Es lief auch sehr, sehr gut. Und ich habe jetzt noch kurz ein paar Mails beantwortet und einen Post für heute vorbereitet und hochgeladen. Und jetzt habe ich mir schon meine Bauchtasche umgeschnallt und schnapp mir jetzt Morty und gehe mit ihm zusammen zum Supermarkt ein paar Dinge einkaufen für heute Abend und mit ihm halt eine Runde Gassi. Und je nachdem, wie viel Uhr das ist, werde ich dann wahrscheinlich ein Homeworkout hier zu Hause machen oder eine Runde Yoga machen oder Pilates oder sowas. Ich weiß es noch nicht, weil Toni ist noch beim Friseur und weil wir wollten nämlich eigentlich ins Gym, aber dann hat Toni spontan entschieden, dass er zum Friseur geht und ich habe jetzt keine Lust, dann noch ins Gym zu tigern, deswegen mache ich dann einfach was zu Hause. Ja, aber jetzt geht's erstmal einkaufen. Guten Morgen, ihr süßen Mäuse, und willkommen zu einem neuen, frischen Tag. Ich fühle mich heute nicht ganz so frisch. Ich bin heute irgendwie sehr verklatscht aufgewacht, aber das hält uns ja nicht davon ab, das Beste aus diesem Tag zu machen. Ich habe schon ein bisschen was am Computer gemacht, Mails beantwortet, ja, so ein bisschen halt so Laptop-Arbeit gemacht. Ich habe auch ein bisschen was für meine Bachelorarbeit schon gemacht, war aber heute Morgen, muss ich ehrlich zugeben, nicht ganz so produktiv und nicht ganz so konzentrationsfähig. Deswegen werde ich versuchen, heute Abend nochmal mich ranzusetzen, wenn ich das zeitlich schaffe. Ich habe aber heute ein paar Termine noch auf dem Schirm, deswegen mal schauen, wie wir das hinkriegen. Dann waren wir schon mit Morty und ich habe mich jetzt gerade einmal nochmal komplett rasiert, denn ich habe später wieder einen Termin zum Laser und da muss man sich immer vorher, da wo man gelasert werden möchte, einmal komplett bis auf den letzten Zentimeter rasieren. Genau, jetzt habe ich aber erstmal vorher gleich Physiotherapie. Das habe ich jetzt für 6 Wochen lang immer einmal in der Woche, also 6 Termine für meinen Rücken und das tut auch bislang sehr, sehr gut. Ich kriege aber immer vorher, also bevor dann die Physiotherapeutin kommt, Fango. Das ist so eine Wärmeplatte sozusagen, auf der ich dann da drauf liege und das ist bei 26 Grad nicht so schön, aber gut, was will man machen? Genau, und danach düse ich dann nochmal schnell nach Hause und dann geht es eigentlich aber auch schon direkt los zum Lasertermin, weil das Studio, wo ich da bin, ist in Harburg und da muss ich auch erstmal hinfahren. Genau, das ist so erstmal so der Plan für heute und ja, jetzt mache ich mir erstmal einen Matcha und dann schaue ich mal, wie viel Zeit ich noch habe, bevor ich in die Stadt muss. Ich muss nämlich auch noch vorher in die Bib Bücher zurückbringen, denn meine Live-Frist ist heute vorbei. Das ist so doof, weil morgen bin ich mit einer Freundin in der Bib verabredet, aber ja, dann muss ich die heute jetzt einmal zurückgeben.
So, das sind die Bücher, die ich jetzt gleich noch in die Bib bringen muss, bevor es zur Physio geht. Ich werde auch jetzt gleich nochmal schnell zur Post gehen und das Paket hier wegbringen. Und ansonsten würde ich sagen, kann's losgehen. Leute, ich bin wieder zu Hause. Es ist kurz nach drei und ich bin fix und fertig. Es ist so heiß heute und ich bin gerade die ganze Zeit durch die Stadt marschiert. Ich war ja erst bei der Post, dann bin ich in die Stadt zu meiner Physiotherapie. Musste mir vorher noch schnell bei Butin einen Proteinriegel holen, weil ich kurz vorm Kreislaufkollaps war. Dann war ich bei der Physio und ich krieg da immer Fango, das heißt, das ist so eine Wärmeplatte sozusagen, auf die ich mich dann lege mit meinem unteren Rücken. Und das bei den Temperaturen, ja, hat meinem Kreislauf nicht gerade geholfen. Dann hatte ich Physio und dann bin ich auf dem Rückweg dann noch schnell in drei Geschäfte rein, weil ich noch ein paar Sachen für Tonis Geburtstag besorgen musste. Der hat nämlich am Sonntag Geburtstag und wir fahren nach Koblenz, einen Freund von ihm besuchen. Und ich brauchte noch so ein paar Kleinigkeiten, auch sowas wie Geschenkpapier, eine Geburtstagskarte und solchen Spaß. Das heißt, das habe ich alles eben auch nochmal schnell besorgt. Und auf dem Rückweg bin ich nochmal zur Post, weil ich dann noch ein Paket abholen wollte. Und achso, und ich war auch noch in der Bib. Das habe ich schon wieder ganz vergessen. Ja, es war auf jeden Fall jetzt gerade eine Menge. Vieles hin und her laufen und die ganze Zeit nichts getrunken. Deswegen werde ich jetzt erstmal was trinken. Und dann habe ich mir überlegt, weil ich habe noch nicht wirklich was Vernünftiges gegessen. Aber ich habe auch, also bei dem Wetter kann ich jetzt auch gerade irgendwie nichts Richtiges essen. Deswegen habe ich mir überlegt, weil wir noch ein bisschen Obst haben, dass ich mir jetzt einen Smoothie mache und da Proteinpulver reinhau. Genau, das ist jetzt der Plan. So, ihr süßen Zuckerpuppen, es geht ja schon wieder weiter. Ich habe gerade auch einfach nur kurz noch ein Reel vorbereitet für heute Abend und mich dann auch schon wieder fertig gemacht, denn jetzt geht es auf den Weg nach Harburg zum Lasern. Zuckermäuse. Ich bin jetzt fertig von meinem Lasertermin und wieder auf dem Weg nach Hause. Ich muss hier immer mal zwischendurch kurz ein bisschen auf die Ampel gucken, also nicht wundern. Der zweite Lasertermin war jetzt auch überhaupt nicht schmerzhaft, also falls ihr euch deswegen Sorgen macht, braucht ihr nicht. An den Beinen, an den Achseln merke ich gar nichts. Die einzige Stelle oder der einzige Bereich, wo ich ein bisschen was merke, ist der Intimbereich, aber das ist auch nur so ein leichtes Piekseln, also das ist jetzt auch nicht wirklich schmerzhaft. Ja, und es geht super schnell, also ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Vor allen Dingen habe ich schon jetzt nach der ersten Behandlung wirklich einen Unterschied gemerkt. Also an meinen Achseln ist zum Beispiel gar nichts nachgewachsen. Auch an den Beinen habe ich auf jeden Fall schon Lücken und im Intimbereich auch. Also es wirkt auf jeden Fall schnell und direkt. Ja, ich bin gespannt, wie es jetzt nach dem zweiten Mal wird, weil die Laserintensität, die wird auch immer gesteigert mit der Zeit. Ja, wir werden es sehen. Jetzt geht's nach Hause und dann muss ich erstmal mit Morty Gassi gehen. Guten Morgen, ihr süßen Mäuse. Es ist Mittwochmittag und hier war schon einiges los heute. Also, es war ein wilder Vormittag.
Für die, die es nicht wissen, heute hat der Vorverkauf für die Taylor Swift Tickets in Hamburg gestartet. Heute, beziehungsweise in Deutschland. Heute Morgen um 9 war für Gelsenkirchen und heute um 11 war der Vorverkauf für Hamburg. Und Toni und ich hatten keinen Code für Gelsenkirchen, eine Freundin von mir aber. Und sie hat in Gelsenkirchen, und da gibt es ja 3 Shows, keine Tickets bekommen. Das heißt, für Hamburg habe ich mir schon die Karten gelegt. Dann war Hamburg dran. Und ich hatte genau um 11 Uhr ein Meeting. Das heißt, ich konnte selber nicht rein. Das heißt, Toni musste das machen, von der Arbeit aus. Und er hat mir die ganze Zeit nicht geantwortet. Und ich habe ihm die ganze Zeit geschrieben. Ich so, hallo, ich brauche ein Update. Ja, Toni hat keine Tickets bekommen. Aber meine Freundin hatte auch einen Code für Hamburg und sie hat tatsächlich Tickets bekommen. Das heißt, weil sie eins für mich mitgekauft hat, so, dass ich nächstes Jahr auf jeden Fall Taylor Swift sehen werde, was sehr, sehr cool ist und sehr aufregend ist. Ja, ich bin mal gespannt, ist halt noch ein Jahr hin, deswegen... Wir werden es sehen. Ansonsten hatte ich heute Morgen ein sehr, sehr wichtiges bzw. spannendes Meeting. Dazu kann ich noch nicht so viel sagen. Vorher hatte ich einen Call mit meiner Managerin, haben uns auch länger nicht gesprochen. Ja, es war einiges los hier. Und jetzt habe ich gleich ein Uni-Date in der Bib. Ich war ja gestern schon einmal kurz da und bin jetzt heute nochmal verabredet mit einer Freundin da, um was für die Bachelorarbeit zu machen. Muss mich jetzt auch gleich schon auf die Socken machen, aber vorher muss ich hier noch mal kurz ein bisschen klar Schiff saugen, meine Tasche packen und dann geht's los. So, ich bin jetzt angezogen. Ich hatte ja erst noch den Pulli an, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu warm. Habe meinen Rucksack aufgeschnallt, fühle mich wieder wie in der Schule und jetzt geht's in die Bib. Guten Morgen, ihr Süßen, beziehungsweise guten Mittag. Es ist nämlich jetzt schon 12 Uhr. Ich brauchte diesen Vormittag mal ein kleines bisschen Ruhe und Pause. Die letzten Tage waren echt anstrengend. Also ich war ja Montag und Dienstag wirklich die ganze Zeit nur unterwegs. Und gestern Vormittag war so aufregend. Dann habe ich gestern Nachmittag die ganze Zeit was für die Uni gemacht. Und danach war ich so platt. Also wirklich, ich ging gar nicht mehr. Liegt wahrscheinlich ein bisschen daran, dass ich meine Tage jetzt... irgendwie in 2 Tagen oder sowas bekomme. Und ich komme auch nicht so gut mit dem Wetterwechsel. Klar, also ich habe grundsätzlich einen niedrigen Blutdruck und wenn es dann so schwül und so heiß ist und dann immer so Gewitterluft und sowas, da mache ich schlapp. Ja, deswegen habe ich heute Vormittag, nachdem ich Toni relativ früh, ich glaube um 7 sind wir schon zur Bahn gegangen, zur Bahn gebracht habe, habe ich mich dann nochmal hingelegt und ich glaube bis 10 geschlafen oder sowas. Das war auch wirklich nötig. Und dann habe ich einfach entspannt, habe jetzt hier schon ein bisschen angefangen aufzuräumen, mich fertig gemacht und solche Sachen. Und ja, jetzt starte ich so richtig in den Tag. Ja, heute möchte ich die Wohnung hier so ein bisschen aufräumen, fertig machen, sauber machen, solche Sachen, da wir am Wochenende nicht da sind, denn der Toni hat am Sonntag Geburtstag. Ich muss auch noch seine Geburtstagsgeschenke einpacken. Morty jagt ja gerade neben mir eine Fliege. Und genau, gucke jetzt nachher nochmal meine Mails an und bereite ein bisschen Content vor, solche Sachen. Aber ich versuche heute alles einfach ein bisschen ruhiger und entspannter zu machen. Morgen werde ich den ganzen Tag diesen Vlog hier schneiden, den ich die letzten Tage gefilmt habe, damit der dann am Montag online gehen kann, weil wir, wie gesagt, von Samstag bis Montag dann weg sind. Das ist so der Plan für heute. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal an mit einem kleinen Wohnungsputz. Musik
wieder etwas unterschätzt, wie lange es dauert, so eine Wohnung wirklich sauber zu machen und zu putzen. Deswegen habe ich damit den restlichen Tag dann verbracht und mich dann auch nicht nochmal bei euch persönlich gemeldet, sondern bin dann direkt schlafen gegangen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video gefallen hat und ein bisschen motivieren konnte. Falls ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.